Hallo, ich bin Lunaria und wie bei wahrscheinlich allen Let's Playern waren Videospiele immer schon Teil meines Lebens. Angefangen hat das Ganze mit der Sims-Reihe, die ich bis heute noch liebe. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich einmal einen Let's Play-Kanal haben werde. Ich sehe mich nämlich absolut nicht in dieser Rolle des Unterhalters. Selbst ein schimmeliges Toastbrot hat einen besseren Humor als ich. Ich habe dann meine cringy ersten Videos hochgeladen und das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gar nicht anders konnte, als weiterzumachen. Und wenn man dann andere Creator kennenlernt, die ersten Zuseher bekommt, die ersten Kommentare, dann ist das einfach ein so cooles Gefühl. Man erschafft mit den Leuten da draußen vom Bildschirm eine ganz eigene Spielwelt. Denn sie entscheiden mit, was passiert. Und das ist das Beste daran. Das ist es, was für mich das Let's Player-Sein ausmacht. Dieses gemeinsame Spielen, gemeinsam verzweifeln, gemeinsam blöd sein, einfach Spaß haben und vergessen, was man gerade sonst noch so um die Ohren hat. Also ich kann wirklich jedem, der mal Bock drauf hat, es auszuprobieren, nur empfehlen, macht es einfach. Und wenn ihr irgendwann mal Hilfe braucht, schaut einfach im Let's Play Forum vorbei. Da gibt es eine wahnsinnig tolle Community, die sich gegenseitig hilft und unterstützt. Let's Plays. Manchmal kann man es hassen. Manchmal wird es einen überraschen. I still have no idea what they do. Manchmal ist es offensichtlich. No! Don't you dare! Don't you dare, Ota! Manchmal bestraft es dich ohne Grund. No! Jin! You idiot! Oh my God, what the hell is up? Why are you guys so suicidal? Aber am Ende zeigt es dir, hartnäckig zu bleiben. From here on out, you are now Becky. I am Becky. I mean Becky. Becky, 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 Becky Chan, Becky, Becky Chan, are you Becky Chan? You can't keep going like this. Even if I break through this, I will be satisfied. This is how I truly am. Hallo ihr Lieben, ich bin die Lanfear und ich zocke, ja, quasi seit ich denken kann. Mit dem Let's Playen habe ich irgendwann begonnen, weil ich einfach schon seit zig Jahren Let's Player wie Gronkh und Pandoria und weiß ich wen alles verfolgt habe und es einfach für ein ziemlich cooles Hobby hielt. Das Schönste am Let's Playen ist für mich tatsächlich einfach der Gedanke, dass ich andere Menschen mit meinen Videos unterhalten kann und auch natürlich das Gefühl, dass man die Spiele einfach nicht mehr alleine spielt, sondern da Leute sind, die zusehen, die mit einem das Spiel erleben. Zudem ist eigentlich das Allerschönste am Let's Playen tatsächlich, dass ich viele ganz tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich mittlerweile halt zusammen chatte oder zocke oder andere Sachen mache. Hallöchen, liebe Freunde der Videospiele. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch dieses Video hier anseht. Hier auf YouTube heiße ich Shotari und ich liebe japanische RPGs. Auf meinem Kanal findet ihr noch keine große Auswahl an Games, aber ich arbeite noch dran. Offiziell angefangen mit Games habe ich, als ich, naja, etwa 10 Jahre alt war. Ich spielte damals Pokémon. Wer hätte das gedacht? Später fand ich Formate wie Let's Plays und Walkthroughs, die mich fesselten und das auch heute noch tun. Allerdings, naja, blieb ich eher bei Let's Plays hängen und trotz meiner Schüchternheit und Fehler fasste ich den Mut, Let's Playerin zu werden. Wisst ihr, was alle Gamer gemeinsam haben? Den Spaß am Zocken. Und genau das ist mir wichtig. Ich will den Spaß am Spiel, am Gameplay, an der Story vermitteln. Ich will euch mit meiner ruhigen und vielleicht auch etwas chaotischen Art in Zukunft tolle Spiele zeigen. Also, schaut mal rein und bringt gute Laune mit. Hey, also ich bin Chimiai, ich weiß, wundervoller Name. Ich bin 18 Jahre alt und ich mache auch Let's Plays auf YouTube, wie wahrscheinlich auch andere auf dieser Liste. Ich weiß ja nicht, wann, an welcher Stelle ich dran komme. Auf jeden Fall, ja, hi, ich mache auch Let's Plays. Ich mache alles Mögliche an Let's Plays, zum
Also normalerweise sind meine Let's Plays irgendwelche Spiele, die Story haben. Egal ob Horrorspiele, bitte nicht weinen und bitte tu mir nicht weh. Oder irgendwelche Puzzle-Games. Hallo Baumfreund, ich bin zurück. Ich helfe dir. Keine Ahnung. Ich mache alles Mögliche. Ich nehme auch gerne Vorschläge an von anderen Leuten, die so sagen, so ja, spiel mal das und das Spiel. Mache ich gerne also. Es würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall bei mir vorbeischauen könntet. Danke fürs Zuhören. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gloria und ich bin im Leben abseits von YouTube Autorin und Gaming-Journalistin. Auf meinem Channel findet ihr Let's Plays, Guides und ab und an auch mal Rezensionen oder andere Dinge, die ich dann ausprobiere. Mit den Let's Plays habe ich vor 2,5 Jahren begonnen, um endlich mal ein paar Singleplayer-Games durchzuspielen und trotzdem mein Spielerlebnis mit anderen Leuten teilen zu können. Inzwischen stelle ich auch neue Spiele vor oder zeige euch, wie man es besser nicht macht. Denn so ein bisschen Fail und Chaos sind bei mir immer mit dabei. Ich habe so ab und an den Eindruck, dass Leute genau deswegen auch bei mir gerne einschalten. Ansonsten wäre ich im realen Leben tatsächlich irgendwo in der Fantastik unterwegs, dann hätte ich ganz bestimmt entweder ein Lichtschwert, einen Zauberstab oder ganz wichtig einen Replikator. Replikatoren sind eine tolle Sache. Vielleicht schaut ihr ja auch einfach bei mir mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis denn und tschö! Mannsinn, Leute, ich bin Sophelia vom Pendragon und ich kann nicht nur mit dem Schwert umgehen, sondern auch mit dem Controller. Heißt, ich zocke viel und gerne, vor allem RPG, Action, Adventure und manchmal auch Horror. Oh, shit, nein, ich hab doch gehört! Oh, oh nein! Nein, 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 oh nein, ich weiß nicht, wie das geht. Das ist nicht gut. Dein Ernst? Ja, dann nimmst du erstmal das Messer, denn mit dem Messer geht es besser, alte Weisheit. Wie jetzt? Petrus Urteil? Ach du Scheiße. Och, leck mich doch, Petrus. Was soll denn der Scheiß? Ich hasse Mathe-Rätsel. Ich verstehe das doch nicht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe nichts angepackt. Boah, jetzt auch in Farbe erhältlich. Krass. Boah, ich bin voll enttäuscht. Ich dachte, ich mache jetzt einen richtig premium-mäßigen Apfelsaft. Güteklasse A. Oh oh. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Aber das Licht schützt die Menschen noch, oder nicht? Oder auch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Hallo Leute, die dieses Video sehen. Mein Name ist Kiba, ich komme vom Kanal F wie Kiba, alles rund um Nintendo und dieser Name ist wirklich lang. Jedenfalls mache ich dieses Video, weil Sam mich dazu zwingt und weil ich natürlich meinen Beitrag zur Let's Playerinnen-Szene beitragen will. Klar. Aber worum geht's auf meinem Kanal? Ich mache Videos rund um das Thema Nintendo. Aktuell viele Let's Plays, weil das die einfachste Art ist, coolen Content zu bieten, der regelmäßig kommt. Aber es kommen zwischendurch auch Special-Videos wie zum Beispiel, ich stelle euch meine 5 Lieblings-Zelda-Endgegner vor oder ich packe ein Überraschungspaket aus, in dem ganz viel Nintendo-Stuff ist. Oder mehr habe ich noch nicht. Guckt einfach vorbei, da kommen bald Special-Videos. Hier ein paar kleine Einblicke in meinen Content. Orbitus Ground klingt cooler als Würstenburg. Würsten. Die Würstchenburg. Okay, klappe jetzt. Ich habe einfach so die Hautfarbe eingestellt. Und dann so, ja, ich bin fertig. Ach Mensch, eine Ladestation für Wii-Fernbedienung. Da brauche ich wirklich noch eine von. Ich habe erst 12. Das war's auch schon. Wenn euch mein kleiner Part hier gefallen hat, dann schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Schaut auch bei den anderen Mädels vorbei. Das lohnt sich mit Sicherheit.